Moin Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Forza Horizon 5. So. Upgrade. Kriegen wir es die noch irgendwie ein bisschen leistungsgesteigert, ohne das Ding zu hoch zu kriegen. Umbauten. Antrieb wechseln. Das macht um was. Das macht massiv Geschwindigkeit weg. Das erhöht die Geschwindigkeit massiv. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen die Aero vorne. Das verbessert es nur noch mehr. Heckflügel vielleicht. Okay, Turbo dürfen wir dafür eigentlich nicht nehmen. Slicks. Okay, dann nehmen wir den Turbo wieder raus. Denn Turbo-Ausbau geht nicht. Also selbst damit ist halt schon zu viel. Was, wenn wir auf Semi-Slicks gehen? Dann nützt die Semi-Slicks. Und bei Felgen dürfen wir halt auch nichts mehr ändern, glaube ich. Safe, weil wenn ich hier noch was runter. Haben wir keine Reifen, die Gewichte reduzieren? Nee. Warum? Alle erhöhen wir das Gewicht. Ich will noch einmal da probieren. Dann fahre ich bis zu der Kurve da hinten. Bei nächster Gelegenheit wenden. In 100 Metern rechts abbiegen. So. So. Alter. Was bitte? Jetzt! Der Titel hat schon mal Rekord, oder?
Ja, Alter, ist. Oh, nice, ey. Dann will ich nur noch, dass hier hinten mal das eine Rennen fahren hier. Das haben wir halt nicht mit einer drei Sterne. So, da. Da haben wir noch was. Aber wo ist das eine Rennen, was wir hatten? Da hinten ist das. Aber ah, das ist wieder super, super Limousine bis. Ich habe irgendwo schon was gehabt, was wir nicht hatten. Ah, ne, es war hier. Das kriegen wir niemals mit dem Ferrari nach 257 km bei nasser Fahrbahn. Weil wir haben Semi-Slicks. Aber wir haben trotzdem keine Traktion dafür. Also diese Hitbox von den Bäumen. Bei nächster Gelegenheit wenden. Ja, alles gut. Ich weiß nicht, wenden muss. Ich will jetzt aber nur kurz eine andere XP-Tabelle noch kriegen. So. In 200 Metern rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Warte, ich will den XP-Tabeln haben. Bei nächster Gelegenheit wenden. Ups. Egal. So. Links abbiegen. Wie viele Fähigkeitenpunkte haben wir? Drei Stück, oder? Ja, drei. Aber sollen wir eigentlich einen Super Respawn kriegen? Ja, wir haben doch die. Ich verstehe, die Tabelle kriegen die Belohnung nicht, wie es auch immer. Also Ferrari. Ja, rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Warum schwebt dieser Blumentopf? Ja, immer 5,9 Kilometer, what the fuck? Route wird noch.
neu berechnet. In 200 Metern rechts abbiegen. Alles gut, rechts abbiegen brauchen wir nicht. Ist ja schon da. In 400 Metern links abbiegen. Alter Junge. Als ob eine Offroad-Piste jetzt. In 400 Metern links abbiegen. Wenn wir Schnellreise später mal haben. Bei nächster Gelegenheit wenden. Ups, wieder dagegen, egal. Alter. Scharf links abbiegen. Du hast dein Ziel erreicht. So, 253 km/h brauche ich nur, dann kann ich jetzt halt, kann man Aero eigentlich auf 253 km/h auflegen. Hier. Das heißt, dann mache ich die Reifen eben ein bisschen weniger Luftdruck rein. Und stellen den Heckflügel noch ein bisschen höher. Bis wir auf 67 km/h kommen. Aber ach man, das bringt halt nicht wirklich viel, wenn halt die Topspeed halt wieder. Weil die Beschleunigung wieder fehlt. Ja, ich probier's mal so. Alter, nee, ne? Warum können wir nicht so nicht mehr zurückspulen? Tempo, Handling, präzise Steuerung. 3 von 3 Sternen. Tolle Blitzerzone. Gerne wieder. 3 von 3 Sternen, hä? Ja, wir kommen da nicht rum. Vor allem, was für Fahrzeug brauchen wir überhaupt dafür? Bis 900 km/h, okay. Da sind wir im Ferrari ja dabei. Oder? Ja, wir sind bei exakt 900. Obwohl ich mal ausprobieren will, was würde passieren, wenn ich, das Ding auf Allrad-Tune, aber egal, ich probier's nochmal.
neu berechnet. So. Aber ein neues. Du hast dein Ziel erreicht. Alter. Alter. Ey, das gibt's da nicht. So, Gebrauchtwagen. Alter, ist das nervig, ey. Alter, ist das fucking nervig. Alter, ihr glaubt nicht, wie nervig das ist. Park-Tuning. Dann gehe ich da doch mal auf. Hier nicht das, sondern ich will hier Individual-Tuning. Bin ja schon bei 900. Ist mir jetzt egal, hier kommen. Ja, der Turbo ballert wieder zu hoch. Was will ich dafür nochmal den die Front? Also jetzt Front ist zu viel. Macht 12 Punkte. Das bin über 22 kW dazu. Aber ein besseres Handling, aber trotzdem fehlt da irgendwie zu viel. Wir werden es nicht hinkriegen halt wieder. Hey. Aber wir jetzt eh gefühlt wieder Arschbett weg sind, oder? Safe? Ja. Hätten wir nicht hier oben spawnen können, das wäre einfacher gewesen als da. Alter, ey. Bei nächster Gelegenheit enden. So. Bei nächster Gelegenheit wenden. Das Ding fährt 300. Sondern Scheiß-Traktor stand. Ja, ich brauche mehr. Ich will jetzt auch definitiv mehr Atem auf der Vorderachse haben. Stelle ich mir die auch ein bisschen weiter runter hier. 1,4 vielleicht. Ach, stimmt, wir haben ja gar keine Frontachse. Okay, egal.
hast dein Ziel erreicht. Was für welche gefahren überhaupt? Ach stimmt, das müssen wir bei der Sturmseason. Haben wir Sturm? Nein. Wieso wohl seid ihr die ganze Zeit dann? Ach, kein Plan. Kein Plan.